und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity und dem Beagle. Die sind sich da alle am Kloppen, Prügeln und Anschreien. Es ist das letzte Mal, dass du mir irgendwas sagst und so, aber gehen dann alle weiter. Die Straßen Frankreich waren echt wild, Leute. Waren echt wild, die Straßen Frankreichs. Ich habe euch versprochen, wir machen jetzt die Hauptquest weiter. Der Beagle hält sein Versprechen. Ist das weit weg? Oder kann ich das einfach laufen? Ich kann das laufen. Oh no, ist schon berühmt. Gerade bei den Mädchens. Komm, verzieh dich. Gehilfe. Ich bin ein Gehilfe, Leute. Idee. Ich bin in der Idee. So, gehe zu Notre Dame. Wir gehen zu Notre Dame. Danach ist mein Plan, auf Cyberpunk umzusteigen. Mal sehen, wie sehr ich mich an meinen eigenen Plan halte. Oder wie sehr ich dann doch jetzt noch Assassin's Creed suchte. Wenn man einmal wieder so drin ist, ne? Das ist echt heftig. Ah. Ey, Pisspot. Unser Plan? Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Oh, studiere deine Umgebung. Kein Pisspot? Und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Oh, danke schön. Dieser freundliche Kerl. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau? Woher kenne ich die Stimme? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Das ist so einfach ist das. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie wer. Ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du musst sie ergreifen. Ihr! Kommt mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Und wenn alle Stränge reißen, warum opferst du dich nicht für die Sache? Dein Leben für seins, bis zu alter Ehe. War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst, Assassine. Ja. Ich sehe eh schon schwarz für meine Stealth-Fähigkeiten. Fortfahren. Einmalige Attentäter, Geheimzugänge, 10 Zugänge, 2 Alarmglocken. Kriegen wir hin. Gut, was haben wir hier? Wir haben einmal... Boah. Ups. Den Gesichtsausdruck von dem. Das war, glaube ich, nicht so gut. Doch, es war eigentlich ziemlich gut. War gar nicht wahr, gar nicht. Ich bin nicht schuldig, Ach komm. Sag mal, seid nicht so unverschämt. Wieso hat die Garde mehr drauf als die Straßenbastarde? Er lebt noch. Ja, tut mir leid, aber ich kann keine Zeugen gebrauchen. So. Notre Dame Schlüssel erhalten. So. Wenn ich die Notre Dame Schlüssel habe, muss ich dafür nach da oben. Und ich bin der Ansicht, dass das hier gehen müsste. Ich kann mich auch irren. Arno ist ja manchmal sehr eigenwillig, wenn es ums Klettern geht. Aber nein, er sagt mir auch, es geht. Ich glaube, ich habe letztens auch die Schlüssel gemacht, weil das relativ die einfachste Möglichkeit ist da. Ja, Arno, bitte komm. Wie so ein Äffchen. Ich bin ein kleines Äffchen. Beiß mich nicht zu viel. Ich bin ein kleines Äffchen. Beiß mich nicht zu viel. Bin ich jetzt schon zu hoch geklettert, oder?
genau richtig geklettert ist. Aber Anno. Anno, bitte. Ich will darüber. Da, genau dahin möchte ich. Nein, 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 nein. Ich möchte genau. Das machst du gut. Was ist denn hier in der Kirche auf einmal los? Kaum, dass ich hier bin, wird hier richtig die Wulle gemacht. Oh Gott, Anno, bitte tu mir das nicht an. Hm. Ah, ich muss tiefer. Da war ich ein bisschen zu gierig. Ich war gierig, Leute. Ich war einfach nur gierig. Kannst du loslassen oder jetzt hoch sprechen? Ich habe doch mit dir gesprochen, oder? Anno? Merci. Que Dieu vous bénisse. Ja, gut. Ne? Kann ich dann die andere Tür aufmachen? Ich habe ein lautloses Gespräch mit ihm geführt. Wer kennt sie nicht, diese ganz lautlosen Gespräche? So, jetzt in Schleichmodus, weil ich möchte ja nicht auffallen. Ich glaube, hier auf der Treppe falle ich zwar eigentlich noch nicht auf, aber sicher ist sicher. Was geht denn hier für eine epische Kirchenmucke ab? Man will ja nicht schon direkt sterben. Kumpel. Bitte nicht. Attentate müssen mit versteckter Klinge durchgeführt werden. Ist das so? Ich muss schneller sein. Jetzt wieder schleichen. Ich da reinspringe. Die Stimme kenne ich. Das ist die von Ant-Man. Ich folge den jetzt erstmal. Oh, das ist nicht so gut. Shit. Nein. Sorry, ich habe keine Zeit für dich, Kumpel, denn eigentlich wollte ich hier hin. Nein. Anno. Meine Fresse, ne, Anno. Du machst es aber auch immer spannend. Oh. Nein. Und der hat gar nichts mit der Sache zu tun, okay. So, kann ich von hier aus was machen? Das ist eine gute Frage. So, was ist jetzt? Jetzt muss ich nur noch da wegkommen. Wartet hier, es darf uns niemand stören. Sie wer? Monsieur Latouche, ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Der hat den ordentlich verprügelt. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner. Hier, kommt weg da! Ich muss hier weg. Ich glaube, ich bin gesehen worden, kann das ist. Moment. Ich muss in die Masse. Idealerweise doch die Glocke wegnehmen.
Nein. Anno. Geh da rein. Nein! Der blöde Bastard, sagen sie zu mir. Nein. Au! Kopf, ich fang dich, zahle ich. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier unbedingt weg. Ah, mit der Masse rennen. Das wäre fast gut gegangen, aber leider nur fast. Was? Was zum Teufel ist das? Ich bin hier, Bischof. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Was? Ich hab's, los. Siehst du es? Nein. Schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Ach so. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Ah, halt die Schnauze. Ken, das hilft uns nicht. Ja. Boah. Alter. Da ist es. Los. Ah. Okay. Das war's nicht, Leute. Das war's nicht. Boah, ich hab das verdrängt. Ich war zu niedrig, ne? Aber habe ich genug Zeit zum Springen? Ach, Mann, Arno. Wenn unser Leben davon abhängt. Muss ich das jetzt noch öfters machen? Das habe ich ja völlig verdrängt, dass man das machen muss. Ich glaube, in Syndicate sind die so richtig. Aber ich habe die nur mit Syndicate in Erinnerung gehabt. Ich habe es hier verdrängt, wenn ich ehrlich bin. Ja nun. Wir haben unser erstes Attentat gemacht und uns hat fast keiner gesehen. Außer die ganze Kirche. Das Signal ist stabil. Gut. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Okay. Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Ich auch nicht. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Eine Metro finden? Scheiße, das ganze Gebiet wird instabil. Komm zurück, du musst unter die Erde. Jetzt! Ja! Tempo! Da. Gefunden. Gefunden. Ich hab's gefunden. Nein, wohin? Den Ausgang der Metro erreichen. Aber bestimmt nicht. Wo ist denn der Ausgang der Metro? Kann mir das mal jemand sagen? Oh, hier oben. Hier. Ich lasse mich mal kurz ausgeblendet, weil, Ausgang der Metro finden. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Der arme Arno, was der hier so mitmachen muss. Spring doch bitte. Wow. Ich dachte schon, ich wäre dran. Oh. Nein, offensichtlich nicht. Muss ich da hoch? Ja, irgendwie muss ich da hoch. Gut, aber wie? Oder wie? Da vorne? Ne, hier? Ne. Ah, hier. Gut. Das hätte man mir auch eher sagen können, aber ist okay. Alles instabil hier. Ausgang der Metro erreichen. Was ist das denn? Sieht so aus, als könnte ich
mir bloß nicht zu viel Orientierung. Ich könnte ja auch richtig liegen. Hier durch. Durch. Da. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Assassinen, ey. Die muten mir was zu. Da bist du ja. Da hinten. Du hast den Ausgang gefunden. Gut. Es ist ein Wirbel aus instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Ich komme durch das Portal, dass ich jetzt runtergefallen bin, ist bestimmt auch nicht die beste. Boah. Au. Ich habe noch eine Medizin, das ist nicht gut. Oh, Wind, 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 Wind. Deckung, Deckung, Ahnung. Deckung. Ich glaube, das reicht an Wind. Okay, ich muss da hinten hin. Nein! Jetzt werde ich wieder aua geschlagen und geschasst und gehasst. Sieht aus, als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Aha. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Ah, wie gemein! Warum bin ich denn jetzt da runtergefallen? Kann mir das mal jemand erklären? Oh, no, 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 no. Bitte nein, 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 nein. Okay, was soll denn hier bitte mein Weg sein? Ach so. Das hätte man mir auch einfach sagen können, anstatt mich fallen zu lassen. Danke. Oh. Action-Abenteuer hier. So, und rüber. Der Wind macht ihm auch gar nichts. Okay, das kriege ich hin. Geh zum Portal. Ich tue, was ich kann, damit er sich nicht schießt. Ja, ja. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Tschüss, Frankreich der Moderne. Hallo, französische Revolution? Riss freigeschaltet. Okay. Kann ich mich jetzt wieder einblenden oder kriege ich noch eine Zwischensequenz? Ich meine, es ist jetzt nicht so wichtig, mein Gesicht zu sehen. Das meine ich jetzt nicht, aber... Puh. Diese Ladewalken-Magnus, die ist ja heftig. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Jetzt erinnere ich mich wieder. Den Bettlerkönig müssen wir auch noch kalt machen. Tja, Leute, es ist, was es ist. Aber das ist gar nicht so schlimm mit den Attentaten. Die werden sicherlich noch schlimmer werden. Aber jetzt im Moment nicht. Abstergo hat mich nicht gefunden. Was? Ach, komm. Wirklich? Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Nett. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Erkunden Sie Pariser Geschichten, Überfälle und Risse, um Geld zu verdienen. Bessere Waffen und Ausrüstung. Ausrüstungsstücke kosten mehr Geld. Drücken Sie auf, um die Karte zu öffnen. Drücken Sie dann L. Ich finde es so geil, dass man mir einfach jetzt erst die Karte zeigt, Leute. Ich habe 350 französisches Geld in meiner Kasse. So, was haben wir denn hier? Das ist nämlich mal an einen Riss, kann das sein? Ja, da habe ich keinen Bock drauf.
Risse sind ein bisschen passé, ja. Aber dieser Mordfall, den möchte ich gerne machen. Was ist eigentlich hiermit? Ich habe 4 Fähigkeitspunkte. Und eine verstopfte Nase. Ich weiß noch nicht, was ich schlimmer finde. Habe ich irgendwas freigeschaltet? Irgendwas Cooles? Nee. Nee. Oh. Habe ich vielleicht eine coole Brustsache freigeschaltet? Wie kriege ich denn Arnos? Wie kriege ich das? Wie? In den Anfangsjahren seiner Arno-Erinnerung, der Prophet. Schleichen ist damit besser. Es ist aber auch teuer, oder? Es sieht eigenartig aus, auch wenn die Gesundheit dadurch besser... Aber es ist teuer. Boah. Was sagt denn die Taille? Die Taille sagt, wenn ich was Besseres haben möchte, muss ich auch 5000 blechen. Was sagen denn die Beine? Was habe ich denn... Ich habe ein bisschen Schleichen, ein bisschen Gesundheit. Das ist doof. Das ist besser. Sieht aber auch... Ach, es ist teuer. Ist noch teurer. Ja, auch die Beine müssen dann erstmal so bleiben. Aber Waffen. Einhändig. Ah, ich wollte die verbessern für 500 Ökens. Ja. Jetzt kann ich nochmal... Stolle. Besser? Ja, sehr gut. Eine versilberte Pistole. Und jetzt noch Fähigkeiten. Schleichen. Ja. Ich glaube, das Doppelattentat wird mir sehr gut tun. Da vorne. Oh, ich befürchte, dass das scheiße laut ist. Also nicht. Belohnung? Man weiß es nicht. Okay. Ich glaube, das mache ich noch mit euch. Terragons Haus. Die Leiche von Paul Terragon. Anzeichen extremer Gewalt. Der Körper ist übersät von Blutergüssen. Die Arme und Beine wurden gebrochen. Arme und Beine direkt gebrochen. War ich hier irgendwas? Kannst du mir das ausblenden, bitte? Danke. Mein bester Terragon. Ich habe immer stark das Gefühl, beobachtet zu werden. Zweifellos liegt es an der unvorsichtigen Enthüllung unserer wahren Identität in diesem verstandslosen Artikel von B.G. Welch. Geistesschwacher Dummkopf. Als hätten die Menschen es vergessen. Sei vorsichtig, alter Freund. Dein Freund Ade Prasi Rude Chenul. Ja, ne? Oh, Monsieur, ich bin verzweifelt. Wer könnte so etwas getan haben? Er hatte keinen einzigen Feind. Ich weiß nur, dass er sich sehr über einen Artikel in der Zeitung erregt hat. Seine Ehefrau lässt es auch echt kalt, dass ihr Mann tot ist, ne? Was macht ihr denn hier drin? Ubisoft, dafür muss ich euch irgendwie lieben. Ist okay. Was hat der denn da? Eine Sammlung mittelalterlicher Folterinstrumente? Junge, was ist falsch mit dir? Alter. Vorwort des Autors. Viele Familien haben ihren Nachnamen geändert. Auf diesem Weg zogen sie sich in die Anonymität zurück und entkamen der Rache, den Opfer und deren Nachfahren. Und das hat die Ehefrau nicht gewusst, ja?
Leser, in dieser Zeit des Wandels darf Frankreich seine Vergangenheit nicht vergessen. Die Inquisition in Frankreich endete zwar vor 100 Jahren, doch die Nachfahren der Inquisitoren leben weiter unter uns. Lasst uns zurückdenken und uns an die drei berüchtigten Strafverfolger erinnern, die in diesem Stich abgebildet werden. Von links nach rechts, de Nogaret, de Margigny und de Paris. Diese drei sind gekennzeichnet durch ihre bezifferten Medaillons, die ihnen heiligen Rang verliehen, wie sie voller Stolz betonten. Wir wissen heute, dass einige ihrer Kinder ihren Namen änderten, um der Rache von Nachfahren zu entgehen. Wir haben hier in Paris einen Nachfahren von Philippe de Marginet aufgespürt. Es ist der wohlhabende Kaufmann Bernard Grimani von Ile de la Cité. Gott, ich habe alles bestimmt falsch ausgesprochen von dem französischen Kram. Er gab uns die Ehre und empfing uns in seinem Heim in der Rue de Marmoset 6, wo wir seine Sammlung von Daumenschrauben bewundern durften, sowie einen mit Nägeln beschlagenen Stuhl, Nägel, die er als Familienerbstück erhalten hatte. Ja, du, ne? Sowas soll vorkommen. Vier Sätze wurden unterstrichen, die ich nicht lesen kann. Gott allein weiß, wer irrt. Gott allein weiß, wer sich mit Sünden befleckt. Unglück wird auf jenen niederfahren, die uns hier verurteilen. Möge bekannt werden, dass alle, die sich uns entgegensetzen und ihre Nachfahren durch die Hand Gottes leiden werden. Jacques de Molier. Okay, hier habe ich nochmal eins. Warte mal. Nee. Vier Schauplätze. Ich habe hier aber nur vier. Ah nein, Arno, mach doch nicht sowas. Unten ist noch was, sehe ich gerade. Sie sind immer noch hier drin und versuchen verzweifelt da rauszukommen. In meiner Truhe ist ein Haufen Geld. Eine römische 2 wurde in die Tür gemalt. Hier alles und kann, denke ich, an der Leiche vorbei. Nee, ich will jetzt erstmal hier rüber. In 50 Metern Entfernung scheint der nächste Tote zu sein. De Popeljean. Geh doch dahin. Anno, lass los. Bitte. Tu mir das doch nicht an. So, was haben wir hier? Vier Hinweise. Die sind aber alle da oben. Von hier aus komme ich nicht nach oben. Den Mordfall wollte ich eigentlich noch mit euch zu Ende machen, auch wenn ich dann überziehe, weil wir haben ja heute nur einen Attentat gehabt und das Attentat war relativ kurz und sonst nur diesen Rausriss aus der Geschichte. Anno, was muss ich tun, damit du an das Fenster springst? Nicht das. Ich bitte dich, feiner Kerl. Na? Geh jetzt rein da. Nein! Mit dir, Mann! So. Ach, shit. Egal. Er ist auch tot. Dem ging's gut, ne? Den kann ich nicht untersuchen, weil... Ähnlich wie beim anderen Opfer zeigte auch diese leicht tiefe Verletzung. Gebrochene Knochen stechen durch die Haut hervor. In der leblosen Hand befindet sich ein Anhänger in Form eines Schlüssels. Es ist möglich, dass er dem Mörder entrissen wurde. Arno? Wir wollen hier jetzt nicht übertreiben, ja? Bitte sei sehr umsichtig bei deinen Aussagen. Erst kürzlich hörte ich ein Gerücht, wonach eine Frau, die behauptet, ein Nachfahren der Demoliers zu sein, ihre Nase in allerlei Archiven stecken. Es mögen Jahrhunderte vergangen sein, doch manche Ereignisse werfen lange Schatten. P. Terragon. 3 von 4. 3 von 4? 3. Da vorne. Die 1 nehme ich mal an.
Eine römische 1. Gut, hier habe ich alle. Anno, flieg. Flieg, Anno, flieg. Jetzt gehe ich rüber zum nächsten Tatort. Ja, manchmal ist es auch so, dass man wirklich zu mehr Tatorten muss als nur den einen. Ich will den nicht beschuldigen. Lass mich doch erstmal hier gucken, was... Ach so. Ja, gut. Kann ich ja nicht ahnen, ne? Warum so schüchtern? Ich gar nicht. Hier? Irgendwo hier? Arno? Das war ein bisschen viel des Guten, ne? Geh mal runter. 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 Und jetzt hier durch. Sie haben das Untersuchungsgebiet betreten. Ist hier unten was? Nein, ich muss nach oben. Okay, auch er hat Folter, eine Sammlung Foltersachen. Was ist mit dir falsch? Ein Weibsbild wollte mich töten. Mich! Ich konnte sie verwunden, doch sie lief davon. Sie griff nach einem Dolch, einem Erbstück. Ich konnte ihn abwenden und verletzte sie. Das ist ihr Blut hier. Eine Spur führt zu den Stufen. Aber hier ist noch ein Hinweis, den würde ich gerne haben. Egal wie eindeutig es ist, ich möchte den Hinweis haben. Und sie floh dort entlang. Man sieht noch das Blut. Halt doch die Klappe, Junge. Wie wär's? Meine Güte. Ich will das Geld und zwar sofort. Du wusstest, dass der Tag kommt und du schuldest mir was. Raus hier, aber sofort! Was sind denn die Blutspuren? Wollt ihr mich trollen? Hier sind keine Blutspuren. Doch, da, 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 da. Alles Gute, Bürger. Die sind aber alle sehr zuvorkommend und nett zu mir. Der hat sich dran gelehnt. Da hinten, ich sehe es. Ich hab's doch gerade gesehen, Leute. Ich hab's gesehen. Da. Da vorne, ich habe es so auch schon gesehen. Interagieren. Wo ist die gute Frau denn bitte hingerannt? Ohne Witz. Eine Untersuchungszone. Wie komme ich da rein? Da hoch, ne? Etwa? Nee. Ich muss nach unten. Shit. Habe ich den Schlüssel nicht? Doch, ich muss den Schlüssel haben. Moment, Moment. Ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Arno, lass los. Ich habe den Schlüssel. Ich hätte einfach mit der Tür... Na? Sie rühmen sich der Taten ihrer Ahnen. Elende Folterknechte! Sie rühmen sich der Taten ihrer Ahnen. Elende Folterknechte! Ihre Vorfahren töteten viele aus dem Templerorden. Sie verdienten einen grausamen Tod. Und du verdienst es, hinter schwedische Gardinen zu kommen. So schließt sich der Kreis. Mal sehen, was ich jetzt als Belohnung kriege. Mister, ich schlaf mein was auch immer aus. Ich sollte nicht hier sein. Nein? Ich habe nur ein altes Unrecht korrigiert. Ey, du.
Jeder Trottel hätte diesen Fall lösen können, sag ich. Ach, leck mich, du Hund. Wählt deine Waffe, wenn ihr wollt. Du schläfst dir deinen Rausch aus und sagst mir, das hätte jeder lösen können. Also sag mal. Was ist denn das? Oh ne, nicht die Fallzusammenfassung. Ich möchte doch einfach nur auf meine Karte. Was sagt meine Karte denn hier genau? Also, meine Karte sagt, dass wir hier das Saturnus-Rätsel haben. Der Kult des Baphomet. Mars. Der Kult des Baphomet. Gut, ja. Ich habe eine neue Letheatre-Aufgabe. Colette. Okay. Was haben wir denn noch hier? Das ist eine güldene Truhe. Eine güldene Truhe. Löwe, der ist aber auch schon direkt ein bisschen höher, ne? Na gut, ihr Lieben, was ich nächste Folge mache, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Eine trauernde Mutter. Steinbock. Oh, der ist maximal schwierig. Ich schau mal. Es lichtet sich ja jetzt zumindest im Moment ein bisschen. Ich glaube, bevor ich hier... Was ist das hier denn? Einweisung durch den Rat. Melde bei dem Rat der Assassinen. Meldung machen. So, das war das Wort, das ich gesucht habe. Ja, ich denke, wir werden uns ein paar Nebenquesten vornehmen. Das scheint mir sehr in Ordnung. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht nehme ich mal dieses Baphomet-Ding da an. Auch wenn ich dann wieder Diebstähle begehen muss, auf die ich keinen Bock habe. Entscheide ich in der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag und haut rein.